Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir brechen heute zu unserem letzten Wochenende hier auf dem Rheinburgenweg auf. Wir stehen hier direkt oberhalb von Brolützing auf dem Schloss Augustaberg, Augustaburg. Ich weiß es gar nicht. Wir müssen gleich mal in die Karte gucken. Wir blenden das wie immer unten ein. Wir sind wie immer schlecht vorbereitet. Naja, für uns steht auf jeden Fall heute eine knackige 20-Kilometer-Etappe ein. Wir wollen irgendwo in der Gegend bei Remagen schlafen. Und morgen dann die Sache fertig machen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir haben schon am Anfang einmal richtig gut gepatzt. Mal gucken, ob wir bis ins Ziel laufen. Ja, die Sonne scheint. Wir haben wieder Glück. Ja. Ich hoffe, es bleibt so. Der Wetterbericht sieht nicht so positiv aus, aber alles andere kann von mir aus heute so bleiben. Gut, ich würde sagen, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Also laufen wir erstmal los. Loving you is gonna do me harm. But I don't give a damn, and I'll continue to carry on the broken heart in Hallo Leute, hallo. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte, um eine Brotzeit zu machen, als die, die wir gerade hatten. Ja, wir mussten aber auch wieder ordentlich gut klettern. Wir haben übrigens den Selfie-Stick vergessen. Sollte das jetzt ein bisschen wackeln, Entschuldigung, wir mussten improvisieren. Ja, im Vergessen bin ich in den letzten Tagen echt groß, muss ich sagen. Ja, was Schule mich ist auch, Joe, wa? Ja, Schule ist Joe. Ich meine, ich wette, wenn ihr dieses Video seht, habt ihr diesen Namen schon mal irgendwo gelesen. Shoeless Joe entstand dadurch, dass ich bei Natur im Schwarzwald zusammen mit Soulboy, dem Fernwanderer und Harald Roller, morgens mit Erschrecken feststellen musste, dass meine Schuhe noch zu Hause unter dem Wohnzimmertisch stehen. Glücklicherweise gab es in Staufen im Breisgau tatsächlich einen Intersport, wo ich mich mit neuen Schuhen versorgen konnte. Naja, jetzt hast du auch einen bescheuerten Trailnamen weg. Ja, so gehört sich das auch. Ja. Egal, zurück zum Thema. Wir sind geklettert. Wir sind geklettert. Wir sind abgestiegen. Ja, das auch. Aber wir laufen gerade an Bad Breisig vorbei. Gegenüber können wir auch die ganze Zeit schon Bad Hönningen sehen. Ja. Was uns auch... legendären Campingplatz. Genau, mit der Hundehütte. Hundehütte. Damals gab es den Film noch, den Kanal noch nicht. Was ich irgendwie nicht verstehe, ist, warum das hier wirklich Rheinburgenweg heißt. Wir sind in der letzten Zeit an ziemlich wenig Burgen vorbeigekommen. Ne? Ja, vielleicht hätte man den Weg besser Lauf an Burgen vorbei nennen sollen. Auch ein schöner Name. Egal. Da ist der Antisteig. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal in Richtung der nächsten Stadt laufen. Ich habe nämlich Durst. Ich hätte gerne schöne, kalte Cola. Obwohl es mittlerweile ein bisschen zugezogen ist, ist es höllewarm. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Naja, ihr bleibt dabei. Wir melden uns später. Bis dann. Bye.
'Cause it's a long way back from here. Sind hier, wo sind wir überhaupt? Mönchs? Im Gutshof Mönchsheide. Okay, Gutshof Mönchsheide, soll ich sagen. Ja, es zieht und es zieht sich zu. Und ja. Wir ziehen dran. Genau. Ja, wir sind mal gerade kurz 400 Meter vom Rheinburgenweg runtergelaufen, um uns hier eine kleine Erfrischung zu gönnen. Auch im Hinblick darauf, dass es wirklich die allerletzte Möglichkeit ist, wie wir heute gesehen haben. Ja, wir laufen gleich noch durch Sinzig durch. Da wird das Filmen wahrscheinlich wieder nahezu unmöglich sein, da ja. Die Stadt ein bisschen überlaufen war. Wir können uns schon wieder Sinzig angucken. Das scheint wirklich die Metropole am Rhein zu sein. Sinzig, muss man gesehen haben. Ja, eine ganz lustige Sache auch. Wir kreuzen heute den A-Steig, den wir eigentlich letztens erst beendet haben, ein weiteres Mal. Der endet nämlich in Sinzig und wir laufen genau an dieser Stelle eigentlich vorbei. Ja. Und dann ist es nicht mehr weit bis zu unserem heutigen Etappenziel. Ich glaube, das wird Rehmagen werden. Oder vielleicht eine kleine schmucke Schutzhütte kurz vor Rehmagen. Wir wissen noch nicht. Wir entscheiden das, so wie es Wetter sein wird. Ja, und notfalls, wenn es richtig stürmt und wettert, ne, haben wir ja noch die Mutti zufällig in Rehmagen. Oder ein Hotel. Mutti. Mutti. Okay. Hotel Mutti. Naja. Ist kostengünstig. Ich würde sagen, wir trinken aus und machen uns wieder auf den Weg. Ja, machen wir. Wir sehen uns. Bis später. Hi.
Ich hoffe, ihr könnt uns noch sehen. Es dürfte schon ein wenig dunkel sein. Ja, die Sonne steht schon verdammt tief am Himmel. Die Tage werden immer kürzer. Wir sind gerade im Landeanflug auf Remagen. Wir können da schnitzelförmig schon riechen. Ja. Deshalb wollten wir jetzt uns verabschieden für heute. Das Brauhaus ruft. Genau. Kurzes Fazit. Übelst geklettert und wirklich sehr urban heute. Ja, die Tour durch Sinzig und Bad Bodendorf, ja. Das war nicht so toll. Also wir kennen jetzt buchstäblich wirklich jede Wohnsiedlung. Das hätte man vielleicht irgendwie umgehen können oder so. Ja. Aber naja, es ist wie es ist. Man kann es nicht ändern. Genau. Wir melden uns morgen früh wieder. Alles klar. Wahrscheinlich erst ein Stück weiter hinten, wo die Apollinariskirche steht, wo es wieder ein bisschen ruhiger wird, wenn wir aus Remagen raus sind. Genau. Wir verkrümeln uns jetzt auf den Zeltplatz und dann... Erst ins Brauhaus. Erst ins Brauhaus, natürlich. So ein Schnitzel, ja. Und ansonsten, bis morgen. Ciao. Morgen. Ja, hier stehen wir wieder vor der Apollinariskirche und jetzt unsere letzte Etappe vom Rheinbogenweg. Da vorne extra für uns sehr steile Treppen, die dürfen wir jetzt hochklettern. Bis hier gerade hoch war auch schon ein ordentliches Stück. Das Wetter, naja, es ist bewölkt, aber es ist trocken und nicht kalt. Wir hoffen das Beste. Und jetzt haben wir noch 13,8 Kilometer vor der Brust und dann ist es geschafft. Dann ist es geschafft. Ich würde sagen, wir laufen los, ihr bleibt dabei und gucken wir mal, was der Tag bringt. Und bis später. Ciao, ciao. Hier gerade ein bisschen rum. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Mein Mikro hat überhaupt nichts aufgenommen. Das passiert, wenn man nicht auf die Batterieanzeige achtet. Okay, ja, wir haben hier den dunklen Verschlag erreicht. Ja, getafelt wie die Fürsten. Ein Haufen Müll bleibt übrig, nehmen wir aber mit. Wir hatten alles. Wir hatten Serrano-Schinken, wir hatten Bergkäse, himmlisch und einen lecker Kaffee dabei. Was übrigens auch perfekt zum Wetter passt, muss ich sagen. Wie ihr bereits bemerkt habt, sind wir nicht trocken ins Ziel gelaufen, sondern in einen hübschen, heftigen Schauer geraten.
Ab hier sind es nur noch 3,2 Kilometer bis zum Rolandsbogen. Da wollten wir eigentlich unser Fazitvideo drehen. Wir wissen aber nicht, ob das klappen wird. Wenn da halt viele Touristen sind oder je nachdem es wieder regnet, dann wird das wohl nichts. Dann drehen wir es halt nach. Ja, da sind wir ja Meister drin. Ja. Naja, zum Weg. Die letzten zwei Tage. Zu gestern hatten wir schon mal was gesagt. Zum heutigen Tag kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen. Der Weg ist unglaublich urban. Er führt praktisch durch jedes kleine Nest durch und sehr viele Betonstraßen, was die Laune irgendwie trügt. Die kleinen Nester sind mit Waldstücken verbunden, aber es ist nur Wald. Ja, keine Aussicht. Also man verliert auch teilweise die Orientierung. Man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Ja, man läuft eigentlich nur den Rhein-Burgen-Weg-Zeichen hinterher. Ja. Das drückt das Ganze so ein bisschen. Also jeder, der den Weg von Norden nach Süden läuft, sollte sich darauf einstellen, dass er die ersten zwei Tage praktisch durch die Städte rennt. Das hätte man wahrscheinlich besser lösen können. Egal. Wir werden jetzt hier noch unser Mahl genießen, unseren Kaffee austrinken und uns auf die letzten 3 Kilometer machen. Ja. Und dann machen wir einen Haken drunter. Dann ist der Rhein-Bogen-Weg ebenfalls Geschichte. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Bis später, Leute. Bis später. So, jeder, der sich jetzt fragt, warum plötzlich Sonne ist, wir haben gerade einen gigantischen Zeitsprung gemacht. Nicht nur, dass wir schon 2020 haben, wir sind sogar durch Zeit und Raum gereist und mittlerweile in der Eifel gelandet. Und wie ihr seht, wir sind nicht mehr alleine. Frank vom Kanal Waldpassage ist heute mit uns unterwegs. Hallöchen. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil der gute Frank ist den Rhein-Burgen-Weg zur gleichen Zeit gelaufen wie wir. Wir suchen uns jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Platz, wo wir unser Fazitvideo aufnehmen können. Da wir den Weg gemeinsam gelaufen sind, machen wir auch das Fazitvideo zusammen. Ja, Freunde, wir haben uns hier heute versammelt, um ein kleines Resümee-Fazit über den Rhein-Burgen-Weg zu ziehen. Wir haben uns Frank dazu eingeladen, weil er den gleichen Weg wie wir gelaufen sind, nur in die andere Richtung. In die richtige. In die richtige. Ja, da wir sind ein bisschen falsch gelaufen, kann man sagen. Wir sind von Süden nach Norden gelaufen. Wir hatten es schließlich angekündigt, dass wir den Weg wieder zurücklaufen. Und deswegen von Süden nach Norden. Ja, ihr beiden, wie sehen eure Eindrücke über den Rhein-Burgen-Weg aus? Der Süden, der ist wunderschön. Also den fand ich toll. Es ist nur wirklich so, wenn man den von Süden nach Norden läuft, ist man am Ende eigentlich ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube wirklich, wenn man andersrum läuft, das werden wir gleich von Frank hören, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann halt anders empfindet. Weil wir hatten wirklich das letzte Stück, das war sehr urban. Jede Menge Wohnsiedlungen, jede Menge geteerte Straßen. Und das hat es uns eigentlich am Ende ein bisschen verhagelt, würde ich sagen. Obwohl es eigentlich vorher ein sehr schöner Weg war. Und ich würde ihn auch empfehlen. Wenn wir mal die andere Seite des Rheins betrachten, ist das ähnlich. Der Norden ist mit dem Siebengebirge ein bisschen dröge und wird nachher im Mittelrheintal wirklich schön. Und ich glaube, der Rhein-Burgen-Weg ist ähnlich strukturiert. Ja, bei mir war es einfach auch von der emotionalen Seite anders, weil wenn der Weg neu ist, ist alles in gewisser Weise erstmal spannend. Man hat noch keine Erfahrung, keine Erwartung von dem Weg und kann halt nichts vergleichen. Insofern, für mich waren die erste Etappe nicht ganz so schlimm, wie ihr beide das andersrum empfunden habt. Für mich war dieses Laufen durch das Nahetal war furchtbar, weil da war kein Strauch, kein Busch, kein gar nichts. Man ist einfach über diese Ebene gelaufen.
in einer unglaublichen Hitze, das war einfach, weiß ich nicht. Also es war interessant als Erfahrung, aber als Wanderung war es total furchtbar. An das Stück kann ich mich auch gut erinnern, ja. Also das war brutal. Na, hat Kai sich seinen Sonnenbrand geholt auf der Unterlippe. Genau. Ja, ansonsten sehe ich das auch so, der Süden ist allein rein landschaftlich ist es mit Sicherheit sehr viel interessanter und auch abwechslungsreicher. Das mit Sicherheit, aber es ist genauso wie mit vielen Fernwanderwegen, die man geht. Alles ist nicht gut. Es gibt Teile, die sind hervorragend. Es gibt Teile, da sagt man, ja, das ist in Ordnung. Und es gibt halt leider auch Teile, die sind ganz furchtbar. Höhen und Tiefe haben sie alle. So ist es. Ja. Also von daher, ich würde die ersten zwei Etappen, wobei man sagen muss, für mich war das ja immer eine Doppeletappe, für euch ja auch. Ja. Also sprechen wir von den ersten beiden Wochenenden. Die würde ich wirklich nur eingeschränkt und auszugsweise begehen. Alles das, was nach Koblenz kommt, super, uneingeschränkt. Mhm. Koblenz-Gülz fand ich auch eine ganz furchtbare Etappe. Das war wirklich, ja. Das war, glaube ich, der schlimmste Teil für mich. Ja. Ansonsten der Weg, Hütten, super. Also ich fand super. Da war von ordentlichen Hütten bis zu super klasse genialen Hütten. Also die Hütte in Brei war unglaublich da, wo ich übernachtet habe. Das war toll. Es ist auch nicht so überlaufen wie der Rheinsteig. Selbst an Bombentagen bin ich da nicht wirklich vielen Leuten begegnet. Ja, das stimmt auch schön. Ja. Ne, während du am Rheinsteig aufpassen musst, dass du zwischen zwei Busladungen noch irgendwie eine ruhige Stelle findest. Das Problem hast du da halt nicht. Und apropos unsere Hütte, ne? Hütten, unsere Bushaltestelle war ja wohl legendär. Ja, der Merkur-Tempel, das war die geilste Nacht, die wir jemals hatten. Auf jeden Fall. Bis der Pickup kam. Ah, okay. Läuft halt manchmal so. Ja. Wer nicht rausgeht, erlebt nichts. Natürlich nicht. Nee, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß und auch vielen Dank nochmal an die, die uns begleitet haben. Ja. Wir hatten jede Menge Spaß gehabt. Unter anderem dem Kanal Soul Trails. Dem Kanal der Riesling Hiker mittlerweile und jetzt auch dem Kanal Waldpassage. Ja, ich hatte das Glück, dass die letzte Etappe, die dann eine Tagesetappe war, bin ich von den beiden begleitet worden. Ich habe so nach drei Fünftel hat mich so ein bisschen das Pech verfolgt. Das werdet ihr jetzt gesehen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt werdet ihr es noch sehen. Dann sind wir auch schon wieder in der Zeitschleife. Ich komme im Schneiden nicht so ganz nach. Vielen Dank, das war echt schön. Also auch das ist ja so wie immer, manchmal geht man gerne mit mehreren und hat unglaublich viel Spaß und dann gibt es Tage, da geht man halt auch lieber allein und so soll es ja auch sein, jeder so wie er will, jeder so wie er mag. Ja, so sollte es sein. Ja, was wir euch auch nochmal ans Herz legen möchten, wir haben eine Karte angelegt, alle drei zusammen, Soul Trails, Waldpassage und unser einer. Indem wir alle Hütten, Wasserquellen und Einrichtungen markiert haben. Die könnt ihr euch gerne mal angucken. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt uns noch was zu sagen. Madetjot. Madetjot. Ja, ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, abonniert die Kanäle, besonders auch den Kanal von Waldpassage. Drückt auf die Glocke, schreibt auch gerne was in die Kommentare. Macht's gut und bis bald. Tschüss.